Eine ganz andere Franks Freiheit heute. Wir befassen uns mit Märchen und Fakten, Dokus und Filmen, Fakt und Fiktion. Schauen uns mal um in dieser Offenbarungszeit und betrachten einige Themen. Eine kleine Auswahl: Die Invasion der USA durch die Chinesen, Parasiten, die unseren Schutz brauchen, oder einem wandelnden Magnetpol. Lasst euch überraschen, es wird sehr, sehr interessant. Was ist Realität? Was ist Geschichte? Es wird immer verrückter. Die neue Franks Freiheit jetzt. Veteran zu einer neuen Franks Freiheit endlich mal wieder. Ich freue mich schon, dass wir jetzt ein bisschen einsprechen. Ist mal wieder typisch, ja. Eigentlich muss ich sonst immer nur mit einer Liege nach draußen gehen, damit es anfängt zu regnen. Neuerdings ist es, wenn ich dann hier mal das Handy und das Mikro nehme, um eine Aufnahme zu machen, schon fängt es an zu tröpfeln, egal, ja. Ja, ein paar Sachen in eigener Sache zuerst. Eigentlich könnte man die auch zuletzt machen, aber egal, jetzt machen wir zuerst. Kanaltreffen ist ja angedacht. Du kannst dich erinnern, wenn du länger dabei bist, in den dunkelsten Stunden haben wir das ja schon immer gesagt, wenn die Kacke hier erstmal vorüber ist, naja, vorüber ist die nicht. Aber wir müssen momentan keine Masken tragen und auch der unmittelbare Druck, ist auch nicht so da jetzt. Das ist eher ein, ja, nennen wir es mal eine Art Sommerloch wieder. Da zeigt sich auch übrigens eine Zyklik oder ein wellenartiges Geschehen, ja. Terrorwellenmanagement sage ich dazu ja immer. Das hatten wir in den letzten Phasen ja auch. Wisst ihr, Leute, mentaler und gefühlsmäßiger Widerstand ist eben auch, wenn man sich Zeit nimmt zu feiern, sich Zeit nimmt, miteinander zu reden. Und auch wieder, vor allem auch, das ist ganz wichtig, mentalen Widerstand, positive Gefühle hochkommen zu lassen. Lange Rede, kurzer Sinn. Wie angekündigt, über 1,5 Jahre wollen wir uns dann auch mal in echt treffen, ja, zu einem Kanaltreffen. Ausgeguckt ist da schon ein Zeitraum. Das soll vom 5. bis 7. August stattfinden dieses Jahr. Hinsichtlich des Ortes gibt es wohl auch schon genauere Vorstellungen. Ich würde mir wünschen, bis 5., 7. August haben wir noch eine ganze Weile Zeit. Ich würde mir wünschen, dass wir das noch ein bisschen ausarbeiten, dass ihr das ausarbeitet im Forum, wo da Schnittmengen sind, wo man sich gut treffen kann, sodass man vielleicht dann in circa 4 bis 5 Wochen drei Orte hat, wo man sich sehen kann. Und sicher, klar, komme ich dann auch dazu, ob ich an dem Wochenende Zeit haben werde, da auch zu übernachten oder so. Das steht in den Sternen, aber ganz sicher werde ich dazu kommen. Und jetzt muss ich hier erst einmal umziehen und das Dach, ja, umgezogen. Dann möchte ich euch noch einmal und immer wieder und ich werde es noch öfter tun, dringend darauf hinweisen, dass ihr neben YouTube, ihr merkt schon, YouTube spielt hier bei mir im Kanal sowieso nur noch die zweite, dritte Garde. Dass ihr neben YouTube, aber auch Telegram euch umorientiert auf andere Plattformen. Ich lade ja parallel auch in Odyssee hoch. Und ihr könnt auch zu meiner Webseite, wo ihr auch beides bekommt, die Filme, das ist dann eine Linkung nach Odyssee, eine Verbindung. Oder direkt aufgeladen die ja, reinen Hördokumente. Ja. Ich möchte euch dringend bitten, wirklich das Nutzerverhalten umzustellen. Die Luft dort draußen wird immer
dünner, der Druck nimmt immer mehr zu. Es ist damit zu rechnen, dass viele YouTube-Kanäle sind bereits dicht. Andere beginnen sich nun zu beklagen, dass sie dann keine YouTube-Werbung mehr haben, weil man ihnen da gekündigt hat und dann da Einnahmen wegbrechen und so. Man merkt, der Druck auf die Kanalbetreiber wird immer mehr. Gut, wir haben jetzt in vornherein hier auch schon immer auf YouTube-Video-Einblendung, Werbeeinblendung verzichtet. Ist kein kommerzieller Kanal, habe ich schon immer gesagt. So haben wir gestartet, so werden wir hier auch enden und ich hoffe, es gibt irgendwann ein Ende. Ja, dazu können wir irgendwann mal was sagen. Ja, Werbung ist so, na gut, warum sollte ich mich auch von den großen Spielern finanzieren lassen, wenn sie letztendlich nicht meine Freunde sind, ja. Sieht man daran, dass immer mehr Kanäle gelöscht werden, kommentarlos, einfach weg sind dann von den Betreibern. Ich habe noch nicht verstanden, warum ich mich von denen finanzieren lassen sollte. Insofern, ich denke, man ist entweder alternativ, ja, oder finanziert. Ja, gut. Nichtsdestotrotz, der Druck nimmt zu. Viele sind schon verschwunden. Wir merken es auch, dass Druck ausgeübt wird auf uns. Und arbeiten, und dahin geht meine Bitte ganz handwerklich auch, arbeiten im Hintergrund einige schon an anderen komfortablen Plattformen mit größerer Bandbreite. Und ich würde euch ganz dolle bitten, wenn, das wird in den nächsten Wochen bis Monaten auch spruchreif, dass man dorthin wechselt. Ja, es wird erst wohl einen Probebetrieb geben, dass man dort hinwechselt. Zumindest es parallel schon mal fährt und versucht, sein Nutzerverhalten umzustellen. Es ist sonst so, dass wir da gegen die Wand fahren. Also das mal so anbei. Ja, gut, dann ja, nebenbei mal so danke für einen Kommentar. Frank, ich höre dich immer beim Einschlafen, das sehe ich so als das größte Kompliment an überhaupt, ja. Wenn man, obwohl wir hier auch wirklich knüppelharte Themen haben, mich dann mit ins Bett nimmt, um dann dabei wegzuschlummern, besser geht's nicht. Ich, ihr Lieben, bin momentan, ja, jetzt gerade nicht, ich habe bin momentan beschäftigt mit der Honigernte, immer noch. Meiner Bienen, habe gestern auch wieder zwei Völkchen geerntet, ja, und zum Glück, denn das ist jetzt unten im Keller, ich werde nachher runtergehen zum Schleudern, ist ein sehr guter Honig dieses Jahr, in sehr guter Qualität und in Fülle, uns wird gegeben, was den Honig angeht, und jedes Mal beim Ernten, deswegen erwähne ich das, kommt mir der Gedanke, dass, da kommt mein Hund, Vorsicht, kommt mir der Gedanke, dass das, was die Bienen über Wochen in Millionen Flügen eintragen, sodass du dann in der Honigzarge 20 Kilo Honig eben mal hast, das ist die oberste Zarge, die tun nach oben weg, sammeln, nimmst du in Minuten weg. Der Eingriff in dieses Bienenvolk geht schnell und geplant vonstatten. Und er geht mit einem Smoker daher, sprich mit viel Rauch und einer Simulation einer Katastrophe von Feuer und von, sagen wir mal, Nebel statt des Rauches, auch um jetzt die Optik nochmal zu zeigen. Man sieht nichts mehr, sie geraten in Panik, ich führe durch Angst, ja, es ist in dem Moment schon gemein, ja. Denn ich tue nichts anderes als einen Waldbrand simulieren. Und auf einen Waldbrand reagiert das wehrhafteste Volk damit, dass es in einen Notmodus versetzt wird, ja? Also in eine Notstandsgesetzgebung sozusagen geht. Ja? Heißt, rette sich wer kann. Maßnahme 1, alle saugen jetzt so viel Honig ein, wie sie nur können.
Sichern der Ernte erst einmal, der Ernteerträge. In die kleinen Bienenmägen passt kaum etwas rein, ja. Und der Hintergrund dessen ist, jetzt erstmal aus imkerlicher Sicht, und ihr ahnt schon, wenn ich euch das erzähle, dann nicht, weil ich euch fürs Imkern begeistern möchte, sondern weil ich das vergleiche natürlich mit den Vorgängen hier draußen, ja, ist klar. Dass die Bienen dann, sagen wir mal, dekadent geworden sind. Also bewegungsträger, sie sind träger, ist noch besser. Sie sind bewegungsfaul, ja. Voller Magen schafft nicht gern, sehen wir jetzt bei uns auch. Ne? Supermärkte waren bis jetzt immer ganz voll. Und ja, dann kam noch ein bisschen Ablenkung und Ablenkung dazu und auch sehr viel Entertainment. Und wir erleben dann so einen Zyklus wie mit dem Römischen Reich. Ne? Am Ende ist die Dekadenz und so, ja. Okay, aber zurück zu den Bienen. Und dann haben die einen sehr vollen Magen. Die Bienchen. Und genau dann, wenn die Katastrophe zuschlägt und sie einen vollen Magen haben durch die Rauchsimulation, Feuersbrunst, genau dann kommt der geplante und schnelle Eingriff von allen Seiten. Dann greife ich zu und binnen, ja, was brauche ich? 5 Minuten ist diese Honigzarge leer. Ganz schnell geht es. Hinzu kommt, wenn ich die Bienen von der Wabe, hier ist die Wabe, wenn ich die ab klopfe erst einmal, fallen die runter hier wie diese Tröpfchen da. Was sonst nicht so ist, wenn die agil sind, wenn die nicht voll gefressen sind, diese Bienen, ja. Die fallen direkt runter, zack. Erleichtert es mir natürlich. Tut auf der anderen Seite aber dann auch die Eingriffe für die Bienen minimieren. Also da wird kaum etwas gequetscht oder sonst etwas, ja. Ja. Und so ist es, so kommt es mir auch vor, hier draußen. Du baust über Jahre auf, wir hatten es in der letzten Franks Freiheit ja schon, und dann wird binnen Monaten von allen Seiten werden Gesetze erlassen, ob das der Finanzsektor, der Immobiliensektor ist, der, ich sag jetzt mal, Grundrechtesektor und Pharma, überall, von allen Seiten auf einmal werden Gesetze definiert und werden, tschack, Rechte, so meine Rechte eingeschränkt, Rechte genommen, Dinge, worüber es sonst monatelang Diskussionen gegeben hätte, werden dann im Sog, im Kielwasser von dieser großen Katastrophe, von der, erst war es das große C, dann war es der Ukraine-Krieg und auch da wieder im Kielwasser der Verhandlungen und einer, ja, zu möglichen Sommerpause auch dort von Verhandlungslösung, nehmen wir den Herrn Professor Tohl, hat es in seinem Vortrag gesagt, bevor der Konflikt dann erneut aufbrechen wird nach dem Sommer, und zwar vehementer. Im Kielwasser dessen hast du dann einfach ganz viele einschränkende Gesetze. Und die Menschen in Angst und Panik wie die Bienen. Und so macht man es einfach. Das ist einfach perfekter Machiavelli, würde ich sagen. Ja, ja, das wollte ich euch nochmal sagen und auch vergleichen, weil ich eben auch momentan beschäftigt bin damit, die Bienchen zu ernten. Ja, gut. Dann möchte ich nochmal ein paar Sätze. Wir haben eine Franks Freiheit vor uns, die jetzt nicht gar so lang wird wahrscheinlich. Boah, das prasselt jetzt runter. Ich weiß gar nicht, ob man das dann so gut hört. Ich hoffe. Ich mache das kurz mal hier, damit, ja. Eine Franks Freiheit vor uns, die sehr viel Aberwitziges und Wahnwitziges hat, die jetzt weniger am Alltag ist als andere Franks Freiheiten und sich viel mit den Geschichten beschäftigt, die wir gesagt und gezeigt bekommen. Die möchte ich dann zum Anlass nehmen, um bloßzustellen oder offenzustellen. Wir sind ja in einer, ich behaupte, Offenbarungszeit. Uns wird offenbart, was immer verdeckt war, was im Untergrund schlummerte vielleicht auch. Und auch da, im Kiel und Fahrwasser dessen, werden natürlich unheimlich viele Geschichten transportiert. Ich nenne die ja gerne böse Märchen. Und davon möchte ich heute dann eben auch noch ein paar
aufzeigen. Vorab nochmal, wir hatten ja jetzt Willi-Woche und da möchte ich nochmal etwas nachliefern. Da kamen von euch auch nochmal einige E-Mails mit interessanten Aspekten. Im Forum wurde sich auch viel über William unterhalten. Mich wunderte, dass der Punkt, der mir ganz quer runterging, ich fand den Vortrag sehr, sehr gut, aber ein Punkt, da war ich ganz quer am Schlucken. Ich kam leider dann nicht mehr zu Wort, weil ich dann auch eine Wortmeldung gegeben hätte. So müssen wir es irgendwann in einem Interview, hoffe ich, doch abarbeiten. Oder ich schreibe mal rüber und schlage vor, dass William dazu nochmal etwas sagt irgendwann. Oder er bitte das. Und zwar betrifft es den Punkt, dass er sehr, sehr oft gesagt hat, wir Deutschen sollen wieder beginnen, Fragen zu stellen. Das hören wir ja seit 2 Jahren. Und dann kam gegen Ende der Fragerunde kam eben die Frage, ob wir jemals die historischen Tatsachen hören würden, was auch immer diese sein mögen. Und er sagte, nein, das wird erstmal nicht passieren. Lasst das auch danach zu bohren, denn das ist oder sei eine Falle. Und wenn du jetzt ein bisschen darüber nachdenkst, dann widersprechen sich natürlich diese beiden Aussagen. Einerseits sollen wir Deutschen Fragen stellen, andererseits sollen wir aber bestimmte Bereiche, die sich dann auf die Geschichte beziehen, nicht hinterfragen, sollen dort wegschauen wieder. Mir selbst ging es so, dass mich das ein bisschen erinnerte als an das Thema, das wir hier auch schon sehr oft und lange durchgekaut haben. Nennen wir es mal nach 1975, ich sage immer der American Dream dazu. Frage nicht nach, schaue nicht zurück, blicke nach vorne. Ich bin jetzt im Jahr 45 und fortfolgende. Mache unsere Agenda mit. Dann wird es dir an nichts mangeln, du wirst zu Wohlstand kommen. Ja, dann hatten wir wieder ein deutsches Wirtschaftswunder. Ja. Und wenn ich jetzt kritisch darüber nachsinniere, was er da sagte, könnte man diese fast gleiche Schablone bereits wieder ansetzen. Man könnte dann auch wieder sagen, schau, uns wird jetzt Souveränität durch ihn versprochen, das sagt er ja, oder Freiheit versprochen, wie auch immer man dazu steht. Ich stelle mich da jetzt hier mal rein beobachtend hin. Ich sage einfach, es gibt jetzt dann hier einen Professor, es gibt hier Staatsrechtler, es gibt hier das, es gibt alles und ich stelle mich einfach reportend, also als Reporter, als Betrachter hin und schaue mir das an. Ja? Ihr seht ja unter meinen Videos auch immer, ich vermittle, habe auch nicht das Interesse, kein geschlossenes Weltbild, sondern versuche, Wahrheit rauszubekommen, Wahrheit zu filtern, zu beobachten. So, jetzt sagt er also dann, einerseits sollen wir Fragen stellen, andererseits aber in bestimmten Bereichen dann wegschauen. Und das erinnerte mich jetzt spontan erst einmal an die letzte Ehrenrunde, die wir gezogen haben nach 45 dann. Stell keine Fragen, mache mit. Und das habe ich jetzt allerdings im Forum kaum gesehen, dass das jetzt erörtert worden ist. Ihr habt unheimlich viel über William Toll geredet, aber über diesen Punkt, der jetzt just mir dann eben so aufstummte, wo ich mir dachte, ui, das ist aber jetzt widersprüchlich, da würde ich gerne nochmal mit ihm dann drüber reden oder seine Antwort dazu hören. Ich kann mir auch vorstellen, dass es missverständlich ist, vielleicht auch über die Übersetzung, aber man könnte mal drüber reden, ja. Dass er es reinbekommen hat, zum Beispiel in sein übliches Kielwasser, wie er darauf antwortet, ja, verhakt euch nicht mit Gedanken in der Vergangenheit. Dort sind, ja, sagen wir mal, mentale Fallen, wie er das immer ausführt. Okay, aber deswegen wollte ich den jetzt gar nicht ansprechen. Mich hat im Interview sehr, sehr, sehr gefreut. Also, ja, im Sinne von Bestätigung meiner Eindrücke, dass wir ja in den letzten Monaten oft über so eine nahende Welle oder schwarze Wand geredet haben, die da fühlig ist.
Und dass er das bestätigt hat, dass er gesagt hat, jawohl, so etwas liegt vor uns. Wir haben es jetzt mit einem, ja, seine Sichtweise, 9-monatigen Geburtsprozess zu tun, der schmerzhaft sein wird und ich denke auch für alle schmerzhaft sein wird. Und dass die Ukraine ein Teil des perfekten Sturmes sei, aber eben noch ein Ereignis ansteht. Wohl dann im Herbst, Winter, was auch sehr schön eingepasst ist in die Darstellung, die wir hier auf dem Kanal ja weit vor dem Interview immer hatten. Nein, es gibt keine Abstimmung zwischen William und diesem Kanal oder so. Ja, natürlich nicht. Aber warum ich das sage, ist, dass mir klar wurde, wenn hier wirklich so etwas wie ein Wendeereignis bevorstände, ja, und ich habe euch vor Monaten auch schon mal gesagt, auf so etwas warte ich in der Fühligkeit, auf diesen Augenblick, den es auch bei C gab, den würde ich heute taxieren, so ungefähr um den 21.12. damals auch rum, wo ich merke, jetzt dreht's, da dreht jetzt was. Da ist jetzt eben kommt auch ein Licht rein. Wir haben ja drüber geredet, wenn du länger auf dem Kanal bist, wo wir in den Dreierrunden waren und in Österreich wurde dann das Impfgesetz noch erlassen und so. Und ich trotzdem dann gesagt habe, Moment, aber ich spüre hier schon trotzdem ein Licht. Auf so eine Wende, auf diese Wende, denn ich bin ja Zykliker, wisst ihr. Und Zykliken, ach, da müssen wir auch nochmal zu Timelines was sagen, unbedingt. Also heute haben wir ein bisschen eine andere Franksfreiheit, Timelines, ich schreib's mir mal auf. Timelines versus Zyklik, müssen wir unbedingt drüber reden, ich hoffe, ich finde dann die richtigen Worte. Bin ja Zykliker und so versuche ich dann diese Wendepunkte zu erspüren. Und so ist es jetzt auch hier im Großgeschehen, dass ich übergeordnet C natürlich auf Wendepunkte warte. Und jetzt kündigte Herr Tolia an, dass in 9 Monaten eine Freiheit da sein wird, wie auch immer die aussehen mag. Ich vermute, es ist nur ein Wegstein auf einer sehr langen Straße. Aber mir ist auch klar geworden, dass wenn du ein Wendeereignis der, sagen wir mal, Bundesrepublik hättest, dass ein Ereignis fehlt, ein kollektives Großereignis, was nachher als Erklärung auch in den Geschichtsbüchern steht. So ein Kausalzusammenhang, der nachher auch druckbar ist, verstehst du? Würde diese Struktur, unsere Verwaltungsordnungs- Staatsstruktur jetzt so einfach zerbrechen, wäre es sehr schwierig, das wäre so dann ja Multilöse, müsste man Historiker befragen und es gäbe ein, sagen wir, ein Potpourri verschiedenster Gründe, wie man es heute gerne beim Untergang des Römischen Reiches macht. Da hat man auch so multikausal über Jahrzehnte alles zusammengetragen, bis es dann zum Untergang kommt. Aber ich vermute in diesem Wendeereignis ein transformatorisches, großes, kollektives Ereignis, was dann geschichtsbücherfähig ist. Das ist das, was ich dir da sagen wollte. Aber das leitet auch nur hin auf das Nächste, was jetzt kommt. Und zwar hatte ich eine interessante Zuschrift erhalten, die ich zunächst mal verwarf von jemandem, der sagte, für ihn ist das alles ein riesengroßer Zinnober, was der Professor da erzählt. Das begründet sich, also mit der Freiheit und so weiter, das begründet sich ganz einfach darauf, dass der magnetische Nordpol ja wandert und er wandert immer schneller und just zu einem Zeitpunkt in 9 Monaten wird der dann an einem Wendepunkt sein, wo man gibt es auch sehr, sehr schöne Simulationen, auch im Netz dazu, wo man sieht, wenn du bei zwei Magneten einen Punkt hast, wo der eine sich dem anderen immer weiter annähert, kommt es auf einmal zu einem, ja, Englisch Flip, zu einer spontanen Umkehrung, was ja auch sehr schön zur
Offenbarungszeit passen würde. Also vieles, was wir jetzt erleben, ist ja verkehrt, würde nach außen gestülpt, auf links gedreht. Und so würde dann die dann folgende Verkehrung symbolisch dafür stehen auch nochmal. Also das nur nebenbei, ja. Aber für ihn war klar, der William Toll hat im Grunde die Umkehrung des Magnetfeldes zum Anlass genommen, dann hier, sagen wir mal, einen Kinofilm zu drehen, ja, eine Agenda zu fahren. Und zuerst habe ich das verworfen, auch wenn es eben diese Gleichheit, diese Zeitgleichheit gab mit den 9 bis 10 Monaten bis zur Freiheit. Ja klar, weil dann auf der Erde chaotische Zustände ausbrechen würden, weil der magnetische Nordpol so weit gewandert ist, dass es zu einer Umkehrung des Magnetfeldes, des globalen Magnetfeldes käme. Ja, das wäre dann quasi die Theorie. Ja. Hörte sich für mich erstmal zu weit hergeholt an, wobei ganz klar ist, der magnetische Nordpol wandert ja tatsächlich, ja. Und er wandert tatsächlich immer schneller, er beschleunigt sich, ja. Und dann kam mir aber, dass tatsächlich ja der Professor seit Jahren von diesem Zeitpunkt erzählt. Der kam zwar jetzt um die Ecke mit in 9 Monaten seid ihr frei, aber der hat davor auch schon mal, vor 16 Monaten hat er es schon mal in einem Vortrag gesagt, vor 1,5 Jahren auf diesen Februar, März, sagen wir mal, kam. Und das finde ich interessant. Denn das ist ein roter Faden, wo er sehr lange schon einen End- oder Wendepunkt eingebaut hatte. Vor 1,5 Jahren hat es die Leute noch nicht so interessiert, weil es noch zu lange weg war. So mitten in den, sagen wir mal, Repressalien und Menschenrechtsbeschneidungen, hier Maske da, hast du direkt vor der Tür unter Umständen ein Druckmitteldilemma, eine Pflicht. War das noch sehr, sehr weit weg. Aber jetzt 9 Monate wird auf einmal handhabbar und es rückt wieder ins Licht. Und es ist aber ein roter Faden von ihm. Also wir haben dann auf der einen Seite ein Ereignis, was linear voran, nein, sich beschleunigend voranläuft, dieser Nordpol. Und auf der anderen Seite linear ein Herr Toll, der an diesem Datum seit nachgewiesen 1,5 Jahren festhält. Hinzu kommt, das schaut euch bitte mal meine Sendung auf die Schnelle 22 an, ADS 22. Er in einem Beitrag mal sich merkwürdig geäußert hat. Und zwar im Nachspann. Müsst ihr mal gucken. Da hieß es, da sagte er auf einmal, Lisa sagt, ich werde einen späten Wachstumsschub bekommen. Dann bin ich größer als du. Er spricht ins Off zu dem Mann hinter der Kamera, ja. Und der Filmer sagt, ich werde hier oben auf dich warten. Ja, er ist halt ein bisschen größer gewachsen. Und der William sagt dann wieder, pass nur auf, wenn die Ozonschicht runterkommt, bist du der Erste, den es trifft. Da bleibe ich noch lange verschont. Jetzt war das, ihr guckt euch das ADS 22 von mir an, das war, hört sich jetzt vielleicht ein bisschen lapidar an, aber es passte im Kontext so gar nicht, auch von der Stimmung, die im Video ist und zu dem Thema, passte es nicht so rein. Es war ein bisschen komisch, ihr könnt euch erinnern, ich hatte ja extra, ne, auf die Schnelle eben gemacht. Und da passt jetzt natürlich eine Umkehrung des Magnetfeldes wunderbar ins Bild, die dann natürlich auch Auswirkungen hat auf die Schutzschicht dieses Planeten, auf die Filter und schon sind wir bei der Ozonschicht, die dann runterkommt. Ja. Oder wie unsere Vorfahren immer sagten, der Himmel, der fällt uns auf den Kopf. Und so eine Polumkehr, Gottes Willen, ich bin jetzt wahrlich kein Geo-irgendwas, ja. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das dann natürlich auch Auswirkungen hat, ja, ganz bestimmt sogar. Auf die Schutzschichten, auf die Ozonschicht, auf ja, das gesamte Erdendasein hier natürlich. Wenn es flippt, heißt es ja im Englischen immer, wenn es spontan umkehrt, plötzlich dann ganz schnell, dann ja, wird das Oberste zu unterst gedreht. Dann haben wir da natürlich die Verquickung des Großereignisses auch, von dem der Herr Toll die ganze Zeit spricht, mit dann
sein Zeitpuffern, die er auch immer nennt, ja 9, unter Umständen 10 Monate, da ist er auch sehr, sehr strikt, sehr konkret mit dann diesem Ereignis, das auch nachvollziehbar sein Ende dort finden soll. Passt also ganz schön herein, wenn man dann dieses Video von ihm noch mit dazu nimmt. Jetzt sind wir wirklich beim Glaskugellesen und die ganze Sendung wird davon ein bisschen durchzogen sein. Also wir haben heute beileibe keine bodenständige Sendung, sondern wirklich so viel im Märchenbereich, sagen wir mal, oder im Spekulationsbereich. Ihr seht die Offenbarungszeit mit all ihren Erfordernissen, wird uns doch von vielerlei Seiten sehr versüßt. Da kommen wir noch zu. So, okay. Das kannst du jetzt sehen, wie du möchtest, was ich da sage, ja, okay? Gut. Dagegen spricht allerdings, gegen diesen Einwand, guck mal, der Schreiber sagte so schön auch, das ist für mich das einzige Ereignis und von dem Professor, das ganze Gedudel ist alles Maya, so hat er sich ausgedrückt, ja, ist alles Maya. Es geht im Grunde nur um diese Polumkehr. Ja. Und der Rest ist dann Salbader. Allerdings denke ich mir, wenn wir eine Polumkehr vor uns haben, dann brauchst du auch keinen Salbader und dann brauchst du hier auch keine Psyop mehr, weil das Ganze schließt sich dann komplett aus bei dem, was uns da erwarten sollte. Zu deiner Beruhigung sei allerdings, dass es nicht zu dieser spontanen Umkehr kommen muss. Ja. Gut, dann haben wir darüber nochmal geredet. Dann Premiere. Ich hatte es in einem Dreier schon mal gesagt, ich möchte es hier nochmal anbringen. Die Freizeitrevue wird das erste Mal hier als Quelle hinzugezogen, ist ja auch klasse, oder? Und zwar soll Lady Dice Grab ja leer sein. Und damit hätte ja der Herr Icke, ja, ich glaube, man kann schon sagen, mittlerweile mal wieder recht gehabt. Ne? Der hatte ja schon des Öfteren, haben sich seine Dinge ja auch schon, oder Details seiner Ausführungen oft schon bestätigt, ja. Er hat sehr früh schon geschrieben, dass die Lady Diana nicht in Altorp liegen würde, dass das Ganze dort ein quasi ritualisierter Bestattungsort ist. Er hat das auch ausgeführt dann mit der Insel, mit dem See, mit allem drum und dran. Ist auf ihren Unfall eingegangen. Ja, ich weiß gar nicht, sagt man jetzt, du würdest gedieht oder du würdest gedeiht, Lady Di, ja. Na, ist schöne Namenssynchronizität oder geheidert oder gemöllemannt, ich weiß gar nicht, wie ich es jetzt sagen soll. Gut, egal. Und man munkelt dann immer, ob sie nicht vielleicht in St. Mary's in Great Brington oder Brighton liegt. Ja, ob da nicht eine Gruft sei mit ihrem Leichnam. Ich fand es auf jeden Fall sehr, sehr interessant, dass das jetzt so quasi in der Freizeitrevue mal einfach auftaucht. Nächstes, bevor ich es vergesse und wir zu den Nicht-Geschichten kommen, da haben ich tolle Dinge, lasst uns nochmal reden über Timelines. Da möchte ich mal ein bisschen motzen. Überall, und da sind wir so ein bisschen jetzt im Spiri-Bereich, überall reden wir von Timelines, von Zeitlinien. Im Remote Viewing tun wir das auch. Auf der Timeline nach vorne, auf der Timeline nach hinten. Ich halte es für eine natürlich rein mentale Hilfskonstruktion, diese Zeitlinie, wenn wir uns eine Zeitlinie vorstellen, die aber, ich denke, falsch ist. Komplett falsch. Diese Vorstellung, die transportiert wird über eine Zeitlinie, ist gänzlich falsch, als würden wir auf einem Zeitstrahl in eine Unendlichkeit, also in die Zukunft, vorausmarschieren. Kann ich mich gar nicht mit anfreunden. Es hat etwas sehr Lineares. Es hat etwas von Newtons Weltbild auch drinnen, von Graphen. Ja, lernen wir auch in der Schule schon, die X- und Y-Achse. Und X ist sehr, sehr oft einfach dann die Zeitlinie. Daher kommt es auch. Ich halte es für eine ganz tiefe gedankliche Implantation, die da uns vermittelt wird.
Ja, Frank, was willst du denn dann? Also, wie hättest du es denn gern besser oder anders? Ich sag's dir und ich hoffe, es greift. Ich finde die richtigen Worte. Ich bin ja Zykliker, weißt du ja. Und ich könnte mir, oder ich stelle mir das Ganze vor, so wie wir es jetzt im Grunde hier draußen haben. Schau, dieser Baum da, der trägt zum Beispiel gerade wieder Kirschen, ja. Und es ist gerade wieder Mittag, wie gestern schon mal. Oder wie letztes Jahr schon mal. Und dass ich einfach Zeitqualitäten erlebe, die in eine Zyklik eingebunden sind. Das bedeutet, wenn wir in diesen X- und Y-Achsen wegen mir geredet haben, dann lass die uns doch mal umkehren. Die Y wird X, ja, ist jetzt nur eine Hilfskonstruktion. Ich möchte gar nicht weiter in dieses Diagrammding rein. Aber lass uns statt der Zeit unten, lass uns doch mal ereignisbasiert schauen. Sprich, wir leben in einem Raum, da sind wir uns einig, und in diesem Raum geschehen Ereignisse. Kirschblüten, die zu Kirschen werden. Und diese Ereignisse, die da kommen und gehen, sind das eigentliche, an dem ich jetzt festmachen würde. Und nicht am Kommen und Gehen, um da jetzt wieder so einen Ablauf rein zu konstruieren, den ich dann, ich sage jetzt mal zum goldenen Kalb mache, sondern das Ereignis an sich, das bedeutet, pass auf, wir haben hier, ich versuche es anders mit einem anderen Satz, wir haben hier einen Planeten, da werden die immer gleichen Dramen, Erlebnisse und Erfahrungen inszeniert, durchgespielt, erlebt, suchst dir aus. Wir erzählen hier ständig Geschichten von Liebe, Tod, Krieg, guck in irgendein Geschichtsbuch rein. Intrigen, du könntest auch sagen, Seelenlernfelder, die hier immer wieder zyklisch durchgespielt werden. Wenn ich die Geschichte zurückgucke, haben wir eine Geschichte der, ja, Kriege. Auch sehr interessant, könnten wir jetzt schon wieder vom Hundertsten ins Tausendste kommen. Da sind wir bei Babel, wo ich unbedingt eine Sondersendung nochmal machen möchte. Turm Babel, ja. Und warum ist das so? Wo kommt dieser Urstreit, diese Urentzweiung, die wir jetzt erleben? So, wo kommt die eigentlich her? Also gut, das wäre jetzt, ja, Nebenthema. Und genau, es werden immer wieder dieselben Dramen hier gespielt, inszeniert und erlebt. Und wenn du zurückschaust, dann gab es immer zum Beispiel Krieg. Und der ist gleich, wie die Kirsche an diesem Baum da hinten. Kommt immer wieder, wird immer wieder gezeigt, erlebt, durchspielt. Nur die Mittel, und da sind wir bei der Zyklik, ist immer auf einer anderen Umlaufbahn, immer in einer anderen Präsentationsfrequenz oder Qualität wird dieser Krieg dann, der Krieg zum Beispiel, gespielt. Mit technischen Mitteln, aus dem Speer wird ein Gewehr, aus dem Gewehr wird eine Rakete und er wird mit anderen Mitteln gespielt, also zyklisch ansteigend, ja, aber immer wieder dasselbe. So wie du jetzt vergleichend sagen könntest, aus einem Wintertag, der kurz war und kalt, wird langsam ein Sommertag, heiß und lang, ja, so in dieser Art. Und ich würde gerne diese Weltvorschlag begreifen, erforschen wollen, auf Basis von zyklischen Ereignissen, von wiederkehrenden Ereignissen. Deswegen mein Buch, das ist ein Grundgedanke des Buches Alltägliche Wunder. Dass hinter diesem Weltending keine Timeline ist, ja, sondern dass ein ständiges zyklisches Werden und Vergehen spielt. Und das drückt sich dann eben. Ich denke, ich werde in Kirchheim dazu auch nochmal genauer was sagen, bei meinem Vortrag Die Welt hinter der Welt. Es gehört nämlich auch dazu. Und es drückt sich dann eben nicht nur, wie wir das ja eben mit den Kirchen schon gesagt haben, nicht nur aus Zyklik in Mond auf und Untergängen, Sonnenauf und Untergängen, langen und kurzen Tagen, sondern eben auch in einer Fruchtfolge, die immer wieder ist. Aber dann auch, und da jetzt kommen die überspringenden Gedanken dieses Buches Alltägliche Wunder, die sich in der Materie, in Steinen, Steingesichtern, Pareidolie als Stichwort zeigen.
Aber nicht nur in der Materie. Und natürlich, diese Materiewelt hier drückt Energiewelten darunter aus, Frequenzen darunter aus. Siehe Herrn Lauterwassers Wasserexperimente. Frequenzen werden Wasserklangbilder, werden Materie. Der Strand, auf den du läufst, wo die Wellen gegenspülen, zeigen die Frequenz der Welle. Die kannst du im Sand unten ablesen. Aber nicht nur in Materie, sondern eben auch, jetzt kommt der nächste Übersprung, in Ereignissen und Ereignisfolgen. Und da sind wir auch dann bei Serienforschung zum Beispiel. Da sind wir auch bei Serienforschung. Okay? Etwas, gut, aber so viel mal zu den, jetzt nur oberflächlich gesehen mal, zu den Gedanken Timeline. Du hast eine Timeline. Gefällt mir überhaupt nicht so. Linear, gerade, das ist Newton. Haben wir hinter uns. Ja? Zyklik. Gut, haben wir das auch nochmal gesagt? Wunderschön. Dann lasst uns mal reingehen jetzt in ein paar aktuellere Sachen, die aber trotzdem auch schon diesen Aspekt haben von Nicht-Geschichten oder, damit haben wir ja begonnen, Welt und Realität. Ja? Welt und Realität. Das sind ja zwei Paar Schuhe. Bei dem einen, nur um es kurz nochmal zu wiederholen, bei dem einen hast du es zu tun mit einer Art bösen Märchen, ja, böse aktuelle Märchen, ketzer ich ja auch immer. Das heißt, du kriegst eine Kassette in deinen Kopf geschoben, wie mein Hund. Mit dem Hund hatten wir es beim letzten Mal. Da sind wir auch irgendwie die letzten Male so drauf gekommen, auf diese neue Serie Nichtgeschichten. Und hier habe ich ein paar wirkliche Perlscher dabei, ja. Wenn man das offenlegt, wo du sagst, Wahnsinn. Und da kommen echt klasse Dinger jetzt gleich, ja. Fangen wir mit der einen an, die jetzt ja auch ganz unterhaltsam schon mal ist. Böse Märchen, Dichtung und Wahrheit, ja, die du in unseren Qualitätsmedien dann liest und die einfach den, ich behaupte, die Intention haben, dir ein Bild der Welt zu vermitteln, sprich eine Gedankenlandschaft in deinem Inneren zu erzeugen. Das bedeutet, du siehst dann im Zweifel nicht mehr die Welt, sondern du siehst, was du kennst. Du siehst nicht das Abbild der Welt, sondern du siehst, auch wenn du in die Welt herausschaust, dann eine Geschichte in deinem Kopf. Das haben wir 7 Milliarden Mal auf dem Planeten. Interessant wird's halt da, wo mittels Massenmedien versucht wird, kollektiv gleiche Bildererzählungen zu kreieren. Also, lange Vorrede. Gucken wir uns eine an, wie der Klimawandel zur Corona-Pandemie führte. Ja? Da merkst du jetzt schon, du kriegst etwas erklärt. Und diese Erklärung ist immer oder sehr oft eine Warum-Frage, die beantwortet wird. Und du weißt aus deiner Kindheit vielleicht noch, dass eine Warum-Frage von deinem Kind immer in eine Mentalwelt führte. Immer in eine Mentalwelt reinführte. Also die Erklärung ist oftmals eine mentale Schablone, die geliefert wird, die dann das Ach so im Kopf zündet. Ach, deswegen ist es so. Ja? Und da haben wir schon sehr oft gesagt, das kann sehr freudenfeurig sich anfühlen bei dir im Kopf. Es kann sehr logisch sein, es kann auf der Hand liegen, es kann alles sein, aber deswegen ist es längst nicht wahr. Sondern es ist dann nur einfach eine Geschichte, die dir erzählt wird. Von denen gibt es Tausende. Ja. Von Neandertal und Dinosauriern bis Wiener Kongress und so weiter. Da sind sehr viele Geschichten unterwegs einfach, ja. So wie ich eingangs auch schon sagte, uns fehlt hier eigentlich ein Wende- oder Großereignis, das dann in die Geschichtsbücher gedruckt werden kann. Ja? Also das könnte dann heißen, die EU ging unter, weil. Ja? Jetzt kommt das Großereignis und im Zuge dessen dann das und das und das zerstört wurde. Ja, dann weißt du warum. Ist allerdings nur ein Ausschnitt, nur eine Betrachtungsweise dann der Welt. Gut, also wie der Klimawandel zur Corona-Pandemie führte, waren die Wälder in der chinesischen Provinz Yunnan der Ausgangspunkt der Corona-Pandemie? Die hier lebenden Tierarten legen diese Vermutung zumindest nahe.
In Yunnan und in den angrenzenden Gebieten von Laos und Myanmar gibt es große Laubwälder, die zahlreiche Fledermausarten beherbergen. Die Fledermäuse wiederum sind die Wirtstiere für Coronaviren, die dem jetzigen SARS-Coronavirus 2, seinem Vorgänger SARS-1 und dem MERS-Virus sehr ähnlich sind. Viele Forscher nehmen an, dass die Viren von den Fledermäusen über einen Zwischenschritt zu den Menschen gelangt sind. Diesen Zwischenschritt könnten Schuppentiere gebildet haben. Pangoline, die ebenfalls in Yunnan leben, könnte, würde, kann sein und so weiter. Märchen. Ich behaupte Märchen. Also du kriegst eine Sichtweise auf die Welt vermittelt, indem dir jemand was erzählt. Und damit kannst du jetzt rumlaufen. Das ist wie früher, als ich Kind war, dienstags war, gab immer nur einen Abend mit Kindersendung. Ne? Viertel nach sechs bis, ich glaube, 7 Uhr, so war das bei uns damals noch, als ich jung war, ja. Dienstags gab es dann Kindersendung. Hast du auch was erklärt bekommen. Oder sag mal, ist Löwenzahn für Erwachsene. Wenn ich mir diese Sendung, diese Kindersendung mittlerweile real anschaue, das letzte Mal, als ich das tat, so über ein Jahr her, war ich sehr erschrocken, weil sie mir sehr politisch ideologisiert vorkam und so. Also tatsächlich, ich will damit sagen, ich bleibe bei diesem Vergleich da, das ist ganz nett. Und du siehst, was lernen wir daraus nebenbei, neben diesen Märchen für Erwachsene, nenne ich es mal, ja, da lernen wir nebenbei auch, dass einfach Spekulationen, Annahmen könnte, würde vielleicht in ein Wissenschaftskleid getaucht werden, ja. Glaub uns, wir wissen's, wir forschen für dich. Da ist übrigens in diesem Satz auch ein Grundfehler drin. Wir forschen für dich, glaube uns, ja, das war's. Man sollte selbst forschen. Das ist der Beginn. Aber wir kriegen auch wieder vermittelt, schau, da draußen diese Natur, ja, mit ihren Unwägbarkeiten und Parasiten und Bazillen und die ist gefährlich. Da sind wir, du weißt, jetzt sind wir wieder gelandet bei der Sache. Kannst du dich erinnern, vor einem Jahr oder so, ne? Bleiben Sie zu Hause. Ja? Draußen ist es gefährlich. Da ist gerade der Erreger. Also eine Welt voller Erreger da draußen. Am besten, du gehst in die Technik, in deine 1-2-3-Zimmerwohnung und lässt dir dein Essen irgendwie online liefern oder sowas, ja? Und vereinzel dich. Und interagiere bloß nicht mit dieser Natur, denn da ist überall alles babbisch und ganz schlimm. Ja? Das ist die Agenda dahinter, behaupte ich. Verschwörer, weißt ja. Ja, ja, okay. Und wir hatten es auch schon mit vielen Beispielen in alten Franks Freiheiten. Achtung, schwimm nicht zu weit hier raus. Achtung, Stromschnellen. Vorsicht, Baumeinsturzgefahr. Überall ist Vorsicht. Ja? Hier fallen dir Felsbrocken auf den Kopf vielleicht, ja. Die Sonne ist auch gefährlich, die Luftschichten sind gefährlich, der Feinstaub ist gefährlich. Ein Wunder, dass du die Sendung noch guckst. Und das wird uns jeden Tag erzählt. Du lebst inmitten einer feindlichen Umwelt, nicht etwa auf Mutter Erde, auf einem Planeten, der dich umsorgt und schützt, was allein aus der Tatsache hervorgeht, dass er Temperaturen und Luftzusammensetzungen und ein Meeresniveau hat oder Wasserniveau hat, wie dein Organismus. Siehe, da spiegelt sich wieder etwas. Also wir haben im Körper 70% Wasseranteil. Denselben Spiegel hast du draußen in der Erde. Man könnte auch sagen, es ist ein Lebewesen, das seine kleinen Lebewesen behütet, beschützt. Ja. Und ich könnte mir weiterhin vorstellen, dass dieser überall gängige Begriff, dass wir ja nur Parasiten auf der Erde sind, auch vollkommen falsch ist. Ich sehe uns als Hüter dieser Erde. Nicht alle Menschen. Es gibt natürlich viele Menschen, die vollkommen entfremdet und abgeschnitten von allem Göttlichen dahinleben und durch die Natur ziehen und so auch umgehen mit diesem Planeten. Ja, vielleicht gibt es da auch tatsächlich nochmal eine Reinigung, kann schon sein, ja. Mhm.